Heute spreche ich über meine 5 Erste-Hilfe-Tipps in Sachen Trauer. In unserer Gesellschaft kommen viele erst als Erwachsene mit dem Thema Trauer in Berührung. Das bedeutet, dass es große Unsicherheiten gibt, wenn ein Trauerfall eintritt. Viele wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, wie sie das richtig machen, ob es einen Weg gibt, wie man trauern sollte oder wie auch nicht. Und dafür habe ich meine 5 Erste-Hilfe-Tipps zusammengestellt, damit man so einen Leitfaden hat, um am Anfang gut zurechtzukommen. Mein erster Tipp ist, finde deinen eigenen Trauerweg. Es gibt immer viele wohlmeinende Ratschläge, die lauten, so kannst du trauern und so auch nicht. Höre am besten nicht darauf, sondern finde deinen ganz eigenen Weg. Es gibt beim Trauern kein richtig und kein falsch. So wie du es tust, machst du es richtig. Mein zweiter Tipp ist, finde Raum für deine Trauer. Am Anfang ist es so, dass einfach viel Funktionieren angesagt ist. Es muss viel erledigt werden, die Beerdigung muss geplant werden. Und trotzdem ist es wichtig, Räume zu finden, Zeiten nur für dich, wo du für dich sein kannst und einfach in Ruhe auch weinen kannst, damit auch die Trauer ein Ventil hat und rauskommen kann. Der dritte Tipp ist, es gibt zahlreiche Hilfsangebote. Viele werden dir jetzt sagen, Mensch, ruf an, meld dich, ich bin da, ich bin immer für dich da. Aber diese Hilfsangebote sind nicht immer so, dass sie dir automatisch gut tun. Also horch darauf, hör auf deine Seele und horch darauf, was sie dir sagt. Also diejenigen, die dir gut tun, die lass in dein Leben und die anderen halte getrost auf Abstand. Das vierte ist, such dir ganz gezielt Menschen, die dir helfen können. Und zwar gibt es einfach bestimmte Dinge, die du jetzt vielleicht noch nie vorher getan hast, zum Beispiel deine Steuererklärung zu machen. Wenn du weißt, eine Freundin, ein Freund kann gut mit Finanzen umgehen und würde dir deine Steuererklärung machen, sprich diese Person ganz gezielt an und sag, ich habe nur eine Bitte an dich, tu mir den großen Gefallen und hilf mir an dieser Stelle. Viele Leute sind bereit zu helfen, wenn sie wissen, was sie tun sollen. Und das fünfte ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, das sind deine heilsamen Tränen. Du brauchst deine Tränen nicht zu unterdrücken. Das ist sogar kontraproduktiv. Wenn du deine Tränen unterdrückst, wirst du krank, seelisch oder körperlich. Lass deine Tränen raus und such dir Räume dafür, wo es geht zu weinen. Nicht in Gesellschaft, das mögen viele nicht, sondern für dich ganz alleine. Und wenn du dabei die Decke über den Kopf ziehst, ist auch gut. Mit jeder Träne, die du weinst, wird die Last auf deinen Schultern kleiner. Das sind meine 5 Erste-Hilfe-Tipps in Sachen Trauer. Vielleicht hast du selber Tipps, die du uns geben kannst. Dann freue ich mich darauf, wenn du sie in die Kommentare schreibst. Dankeschön.